In diesem Video zeige ich dir, wie du Werte in Gleichungen einsetzt. Wir haben ja schon mal erklärt, dass eine Gleichung erkennen wir hier am Gleichheitszeichen. Das ist also jetzt das Gleiche, was wir eben bei den Termen gemacht haben. Wir setzen einfach nur die Werte für x ein oder x setzen wir dann einen Wert ein. Und zwar lautet jetzt beispielsweise hier eine Aufgabenstellung, stimmt diese Gleichung hier? Eine Gleichung, das musst du jetzt erstmal wissen. Und zwar, bei einer Gleichung heißt ja, dass das, was auf dieser Seite steht, genauso groß ist, ist gleich, das heißt das ja, was auf dieser Seite steht. Das heißt, wenn wir 5x minus 7 ausrechnen, muss da 13 rauskommen. So, und wenn da 13 rauskommt, dann stimmt diese Gleichung, dann schreiben wir hier ein Ja oder machen hier einen Haken hin. Ja? So, und jetzt überprüfen wir das Ganze mal. Und zwar 5x, und für dieses x setzen wir jetzt diesen Wert ein und gucken, ob x 4 sein kann. Das sollen wir ja in dieser Aufgabenstellung überprüfen. Dann müssen wir hier einsetzen 5 mal 4, weil 5 mal x, ne? Minus 7 gleich 13. So, Punktrechnung wieder zuerst. 5 mal 4 sind 20. 20 minus 7 gleich 13. Überprüfen wir mal, ob es stimmt. 20 minus 7 sind 13. Gleich 13. So, wir haben auf der linken Seite und auf der rechten Seite vom Gleichheitszeichen das Gleiche stehen. Also können wir hier einen Haken hinmachen, können sagen, ja, x gleich 4 stimmt. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Da sollen wir überprüfen, ob es sein kann, dass x minus 2 ist. Da müssen wir für die 6 hier, oder für die 6 nicht, für das x hier, minus 2 einsetzen. Für das hier setzen wir das hier ein. Das Minus nicht vergessen. So, dann 6 mal minus 2 plus 20 muss 8 ergeben. Gucken wir mal, ob es stimmt. 6 mal minus 2 sind minus 12. Ne? Plus mal Minus ergibt Minus. Plus 20 gleich 8. So, minus 12 plus 20 sind gleich 8, also haben wir hier stehen 8 gleich 8. Und auch diese Gleichung hier stimmt, beziehungsweise der Wert hier für x ist richtig. Jetzt haben wir hier y minus 16 gleich 2. Y soll minus 18 sein. Gucken wir mal, ob es stimmt. Für y setzen wir minus 18 ein. Diesen Wert hier, ne? So, jetzt nehmen wir hier minus 18 minus 16 gleich 2 und überprüfen, ob das stimmt. Wir haben minus 18 minus 16, da sehen wir schon mal, das muss mehr werden. Ne, das sind hier 10, 20, 28, 34, das sind minus 34 gleich 2. So, jetzt haben wir hier den Fall, dass auf der linken Seite des Gleichheitszeichens was anderes steht, wie auf der rechten Seite. Und du kannst sicherlich ganz klar erkennen, dass minus 34 nicht das gleiche ist wie 2. Also stimmt dieser Wert hier nicht. Also ist dieser Wert hier falsch, der für y da sein soll. Dieses und noch viele weitere Videos findest du nach Jahrgängen geordnet, inklusive der dazugehörigen Arbeitsblätter und sonstigen Unterrichtsmaterialien völlig kostenlos auf www.matthiaspieper.de.